Hallo alle zusammen, heute wollte ich euch mal diesen tollen Multikocher vorstellen. Wir werden da auch gleich was Leckeres drin zaubern. Und zwar, für was ist der gut? Man kann ihn gut mit auf Reisen nehmen, er ist auch super, super leicht. Man kann, wenn man vielleicht jemand hat, der im Heim lebt und man will da einfach mal schnell was Leckeres zubereiten, kann man den einfach mitnehmen und die Zutaten. Man kann es ins Büro mitnehmen. Dann hat man ihn da einfach stehen, wenn man sich vielleicht auch schon vorher was gekocht hat. Zu Hause kann man das da aufwärmen. Man kann das Ganze als Wok benutzen, als Schnellkochtopf, als Dampfgarer. Also total vielseitig einsetzbar. Und ja, hier ist einfach der Einsatz für das Dampfgaren. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Ja, und da muss ich ja nicht viel zu sagen, kommt halt der übliche Rest dann rein, was man halt einfach machen möchte. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze einfach mal aus. Und zwar für unsere Kartoffelsuppe mit Kabeljau brauchen wir einmal Milch. Und zwar, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die Kartoffeln so belasse. Also, dass ich das Ganze nicht püriere, deswegen habe ich festkochende Kartoffeln. Solltet ihr das Ganze pürieren wollen, dann empfehle ich euch mehlig kochende Kartoffeln. Dann brauchen wir Gemüsebrühe, Salz, da muss man natürlich aufpassen, je nachdem, wie viel Gemüsebrühe man genommen hat. Pfeffer. Jetzt geben wir noch gemischte Kräuter dazu. So, das verrühren wir. Dann geht's mal los. Dann geben wir unsere Mischung einmal hier herein. Dann kommen die Kartoffeln mit dazu. Dann setzen wir das Ganze hier drauf. Und jetzt habe ich schon vorbereitet meinen Kabeljau. Den habe ich von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Etwas Butter mit draufgelegt und eine Zitronenscheibe. Dann machen wir den Deckel drauf und starten das Ganze. Jetzt sind wir wieder am Start. Jetzt sind so 14, 15 Minuten rum. Und jetzt schalten wir das Ganze mal aus. Dann gucken wir mal. Und so sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, sehr saftig. Ich stelle es jetzt mal an die Seite. Und hier ist unser Süppchen. Und da das Süppchen noch nicht ganz fertig ist, verfeinern wir das jetzt noch mit Creme Fraiche. Nur damit gehe ich jetzt nicht hier mit dem Löffel hinein, sondern mit was Sanftem. Dann verrühren wir das. Dann kann man natürlich noch mal abschmecken. Und was wollte ich sagen? Ach genau, und Dill gebe ich dann jetzt gleich noch oben drauf. Ja, ich habe jetzt einfach das Ganze angerichtet. Dill habe ich noch dazu gegeben. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir mal. Einfach mal ein bisschen Fisch, Kartoffel, dass man von allem was drauf hat. Mmh. Oh mein Gott, schmeckt das lecker. Und der Fisch, der zerfällt einfach. Mh. Richtig, richtig lecker. Wie gesagt, ist super lecker, hat wunderbar funktioniert. Natürlich ist der Multikocher unterm Video verlinkt. Guckt euch das einfach mal in Ruhe an, ob ihr es gebrauchen könnt, lest euch alles durch. Also ich bin wirklich begeistert und ja, deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!